Wunder von dem Gemüse. Gute zusammen. Schön, dass wir alle wieder hier sind. Grüße aus dem Studio 11. Hier ist der Bruchweg-Bericht vor dem Bayern-Spiel. Und ich finde, das ist genau der richtige Gegner. Nach so einem bescheidenen Spiel wie jüngst in Wolfsburg, das hängt schon noch ein bisschen nach. Unter der Woche gab es allerdings auch positive Nachrichten. Jeremiah Saint-Just ist wieder im Aufbautraining, Steigerungsläufe inklusive. Gut, fürs Bayern-Spiel ist er selbstverständlich noch keine Alternative, aber die Jungs können sich auf ein pickepacke volles Wohnzimmer freuen. 33.305 Zuschauer in der MEWE Arena, endlich mal wieder ausverkauft. Das erste Mal übrigens, seitdem wieder Fans rein dürfen. So, und alles, was es sportlich noch zu wissen geben sollte, das hat unser Cheftrainer Bo Svensson auf der Pressekonferenz dargelegt. Hier ist ein kleiner Auszug davon. Wir haben oft das letzte Spiel thematisiert. Da haben wir was gut zu machen. Auch wenn es sehr schwer wird. Ich glaube schon, dass es sich für alle Zuschauer lohnt, in der Arena zu kommen am Samstag. Kommt eine Spitzenmannschaft und dann ihr Mainz 05-Mannschaft, die versuchen sollen, sich zu messen mit den Besten. Also das finde ich schon nicht so uninteressant. Und siehst du mal, hinten raus habe ich sogar noch eine gute Nachricht für euch. Unser Nachwuchs ist spitze, das weiß ja mittlerweile jeder, aber die Zahlen belegen es jetzt auch. In der aktuellen Saison nämlich haben wir Spiele, die wir selbst ausgebildet haben, rund ein Drittel aller Spielminuten absolviert. Das ist Liga-Bestwert. Und in den Top 5 Ligen Europas rangieren wir damit sogar auf Platz 7 vor Vereinen wie zum Beispiel Barcelona oder Chelsea. So, da kann man schon mal ein bisschen stolz drauf sein. Und dann hoffen wir doch mal, dass uns unsere Jungs auch am Samstag gegen die Bayern wieder ein wenig stolz machen. Anschluss ist um 15.30 Uhr. Und wenn ihr nicht live im Stadion dabei sein könnt, könnt ihr trotzdem live dabei sein. Ihr wisst es mittlerweile, 05 FM überträgt die kompletten 90 Minuten, ist doch klar. Los geht's immer eine halbe Stunde vor dem Anstoß. Also hören wir uns um 15 Uhr wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, macht's gut, wir machen's ja auch.